Hallo und herzlich willkommen, liebe Sternzeichen Waage, zu deiner Legung für den Mai 2024. Ich begrüße ganz herzlich auch alle Crosswatcher hier und die neuen Zuschauer auf meinem Kanal. Schön, dass du hier bist. Während ich die Karten mische und den Monat in zwei Hälften auslege, hier noch ein paar Infos für dich. Schau dir auch gerne die Legungen für deinen Aszendenten, Mond- oder Venuszeichen an. Dies ist eine allgemeine Legung. Höre auf dein Gefühl, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehst und bedenke bitte immer, Zeit ist fließend. In allgemeinen Legungen deute ich die Personenkarten geschlechterneutral und die Kartendecks, mit denen ich lege, findest du in der Infobox unter diesem Video. Ebenso die Möglichkeiten, mich zu kontaktieren und meine Social Media Links. Wenn dir meine Legungen gefallen, gib mir bitte ein Like, schreib mir auch gerne einen netten Kommentar. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Damit hilfst du mir sehr. Das Abo kostet dich nichts, außer einen kurzen Klick auf den Button. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Legung. So, liebe Waage, das sind die Karten für dich für den Mai. Schauen wir mal rein, was ist die Überschrift. Und da habe ich Neumond im Schützen, Schützerenergie. Eine neue Phase, Neumond, fokussiere dich auf das Positive. Ja, also fokussiere dich auf das Positive. Schauen wir mal rein, was ich hier so zeigen möchte in der ersten Monatshälfte mit dem Neumond, mit einer neuen Phase. Etwas Neues soll hier kommen. Neumondenergie, fokussiere dich auf das Positive. Schauen wir mal, was sich hier zeigt. Ich habe hier den Hüter des Herbsts, das Loslassen. Also hier geht es darum, etwas nochmal loszulassen. Herbstenergie ist ja Ernteenergie, ne? Also im Herbst. Ne? Also etwas, da fallen die Blätter, ne? Das haben wir auch hier so schön dargestellt. Also hier darf etwas losgelassen werden, liebe Waage. Wir schauen mal in die Tarotkarten, was sich dazu zeigt. Da habe ich die 7 der Schwerter, die 4 der Stäbe und die Königin der Münzen. Ja, 7 der Schwerter, du siehst hier auf dieser Karte ja, jemand mit so einem schelmischen Grinsen. 7 der Schwerter spricht immer davon, dass hier irgendetwas nicht ganz ehrlich ist. Also so nehme ich es hier jetzt mal wahr. Etwas darf losgelassen werden. Ja, vielleicht darfst du dich hier auch einer Situation stellen, dich nicht länger davor drücken mit den 7 der Schwerter. Wir schauen mal, worum es geht. Ich habe hier die 4 der Stäbe. Und bei den 4 der Stäben geht es um Verbindungen. Also um Verbindungen im Allgemeinen. Das können freundschaftliche Verbindungen sein, berufliche Verbindungen sein, partnerschaftliche Verbindungen. Schau bitte auf deine Situation. Mit den 4 der Stäben kann es hier auch um die Grundfesten so in unserem Leben gehen, also um einen Bereich deines Lebens, zum Beispiel Beruf, Familie, Freundschaft und Liebe. Na, also das sind ja so die Grundfesten in unserem Leben und ich nehme es hier stark wahr, in einem Bereich deines Lebens darfst du dich aus einer Verbindung lösen oder bist du dir vielleicht auch unsicher, was ich hier so reinbekomme mit den 7 der Schwertern. Irgendetwas geht in einem Bereich deines Lebens oder in Bezug auf Verbindungen hier nicht ganz mit rechten Dingen zu. Also hier könnte es vielleicht, wenn es zwischenmenschliche Verbindungen betrifft, da gibt es eine gewisse Unehrlichkeit oder jemand ist vielleicht hier nur auf seinen Vorteil aus. Ich habe hier eine Königin der Münzen und ja, das ist eine andere Energie wie deine, liebe Waage. Und die Münzkönigin, du siehst hier eine Hofkarte aus Erdenergie, könnte Jungfrau Steinbock Stier sein, muss aber nicht. Aber du siehst hier, sie sitzt hier auf ihrem Thron sozusagen. Also ja, hier geht es um Stabilität, es geht um Sicherheit, es geht ums Ankommen. Du könntest es hier mit einer Person zu tun haben. Vielleicht hast du eine Verbindung zu einer anderen Person
Ja, und die hat alles so, was sie braucht, ne? Also die ist angekommen, die hat erreicht, was sie will, also vielleicht auch ihren Platz im Leben gefunden. Aber irgendetwas scheint hier nicht ganz ehrlich zu sein. König und Königin der Münzen stellen in einer allgemeinen Legung im Tarot auch gerne eine feste Partnerschaft dar. Es ist jetzt egal, ob du jetzt als Mann oder als Frau schaust, es könnte auch der König der Münzen sein. Vielleicht geht es hier auch um eine Verbindung für eine feste Partnerschaft. Und da ist natürlich hier etwas, ja, nicht ganz ehrlich. Das nehme ich hier so wahr. Es könnte natürlich mit den Sieben der Schwertern auch sein, dass hier noch mal jemand zurückkommt, ne? Und ja, jetzt hier vielleicht die Ambition dazu hat, mit dir in eine feste Partnerschaft zu gehen. Also schau bitte, ne? Dann hier, wie gesagt, habe ich eine andere Energie wie deine. Wir schauen mal weiter, vielleicht wird es hier noch ein bisschen klarer. Und hier habe ich das Innehalten. Also das Innehalten heißt hier einfach nochmal durchzuatmen, innezuhalten, etwas nochmal vielleicht Revue passieren zu lassen, nochmal unter die Lupe zu nehmen, einfach nochmal innehalten, bevor man weitergeht. Ich habe hier die Vier auf der Karte und die Vier steht im Tarot für den Herrscher. Und der Herrscher ist wieder Energie und der Herrscher steht dafür, hier das Leben selbst in die Hand zu nehmen, also deinen eigenen Weg zu gehen. Du hast den Stab deines Lebens in der Hand. Der Herrscher steht auch über allen Königen im Tarot. Also er ist schon, ja, er kann auch ein guter Anführer sein. Na, also ich nehme es hier so wahr, dass es hier darum geht, nochmal innezuhalten, bevor du hier jetzt sozusagen deinen Stab des Lebens in die Hand nimmst, um hier weiterzugehen. Na, also dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, jetzt nochmal kurz innezuhalten, nochmal durchzuatmen. Fokussiere dich auf das Positive. Also auch mit der Schütze-Energie möchte ja was nach vorne gehen. Na, Schütze-Energie, Temperament, Leidenschaft, man weiß, was man will. Und hier nehme ich es auch stark wahr, dass das Innehalten hier dazu benötigt wird, dass du dann hier letztendlich eine Entscheidung triffst und hier wirklich, ja, dann deinen Weg weitergehst. Ja, wir schauen mal weiter, was sich aus dem Lenormand zeigt. Also das ist sehr interessant. Ich habe hier den Klee und ich habe hier die Würfel und ich habe hier die Vögel. Und bei dem Klee, der Klee, das ist das Glück, das ist das kleine Glück, das sind die schönen Momente, das ist Freude und Spaß. Und mit den Würfeln, ja, die Würfel haben mehrere Aussagen. Das sind gute Chancen, es kann auch heißen, die Würfel sind gefallen, oder auch eine 50-50-Chance. Vielleicht hast du hier auch die Wahl mit den Würfeln, denn wir haben hier zwei Würfel drauf. Und mit den Vögeln geht es um Kommunikation. Vögeln zwitschern, ne? Vögeln flattern schnell auf und es beruhigt sich auch ganz schnell wieder. Also vielleicht ist hier auch jemand sehr flatterhaft. Vielleicht möchte man hier noch mal eine zweite Chance. Auch das nehme ich hier so wahr mit den Würfeln und dem Klee. Dass man sich hier vielleicht gute Chancen ausrechnet, vielleicht hier wieder mit dir Kontakt aufzunehmen oder dass du hier wieder mit jemandem Kontakt aufnimmst und dich fragst, wie sind hier die Chancen? Habe ich da das Glück? Na, oder ja, wird es gut? Na, das sage ich mal so. Also ich nehme es hier stark wahr, dass es hier in Bezug auf Verbindungen etwas gibt oder jemanden gibt, der entweder wieder zurückkommen möchte oder wo eine gewisse Unehrlichkeit ist. Das kann mit den Sieben der Schwertern auch Lügen, Betrug und Hinterhältigkeiten bedeuten, in einer Verbindung vielleicht mit einer anderen Person, weil ich ja hier die Königin der Münzen liegen habe. Da schau bitte auf deine Situation und vielleicht rechnet man sich hier gute Chancen aus, wieder mit dir in Kontakt zu treten. Und da geht es jetzt darum, hier innezuhalten, durchzuatmen und hier dann auch zu bestimmen, ne, der Herrscher selbst bestimmt, ja, dein Leben sozusagen oder die Situation in die Hand zu nehmen.
Schauen wir mal weiter. Passend die Karte dazu, Ordnung schaffen. Also hier darf Ordnung geschaffen werden in einer Situation oder auch in einem Bereich deines Lebens. Also ich nehme es hier stark wahr, dass du es hier mit einer anderen Person zu tun hast. Und da ist irgendetwas, geht es nicht mit rechten Dingen zu, wie ich sage. Also es kann eine Person sein, die hier sehr auf ihren Vorteil bedacht ist und die natürlich hier alles vielleicht auch dafür tut, kriege ich hier gerade so rein, damit es ihr letztendlich gut geht und sie alles hat. Also das kann jetzt ein Sie oder ein Er sein, diese Person alles hat. Schau da bitte auf deine Situation. Also hier darf Ordnung geschaffen werden. Du siehst es auf dieser Karte. Der Hirsch hat den Besen in der Hand. Also mal durchfegen, mal aufräumen, Ordnung schaffen. Und da habe ich die 21. Die 2 und die 1 ist die 3 im Tarot. Und die 3 steht für die Herrscherin. Und die Herrscherin, ja, hier haben wir den Herrscher und hier die Herrscherin. Und die Herrscherin steht für Fülle, für Entwicklung, für Wachstum, auch für Heilung. Sie steht dafür, dass sie sich in erster Linie gut um sich selbst kümmert, also dass sie in der Fülle ist. Und ich nehme es hier so wahr, dass es hier jetzt darum geht, Ordnung zu schaffen, damit du dich erstmal gut um dich selber kümmerst, damit du dich gut nährst, damit sich alles auch gut für dich entwickelt. Na, denn wir haben hier eben etwas, was nicht so gut für dich ist, ne? Also Lügen, Betrug, Hinterhältigkeiten, jemand ist auf seinen Vorteil aus. Und da geht es jetzt darum, hier in diese Entwicklung zu gehen, in erster Linie gut für dich selbst zu sorgen, dich gut zu nähren. Also sehr schöne Energie. Was haben wir für die Liebe? Und da habe ich für dich: Dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Also, egal worum du gebeten hast, der Hilferuf ist angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Interessante Energien, liebe Waage. Schauen wir mal auf die zweite Monatshälfte. Was zeigt sich denn da? Wie geht's denn weiter? Ja, da habe ich das Unwetter, da habe ich das Chaos. Ja, also diese Karte besagt, auch wenn dir hier vielleicht jetzt was wie ein Chaos erscheint, vielleicht gibt es hier ein Gewitter, aber ein Gewitter, sage ich jetzt mal so, ein Gewitter reinigt die Luft. Also nach jedem Unwetter kommt auch wieder schönes Wetter. Vielleicht fühlst du dich hier gerade so ein bisschen wie im Chaos, als würde hier auch so ein Unwetter über dich hereinbrechen. Wir schauen mal weiter, was sich da noch zeigt. Da habe ich das Ass der Stäbe, den Herrscher und die 10 der Stäbe. Ass der Stäbe. Ja, etwas fällt auf fruchtbarem Boden. Ass der Stäbe. Asse sind Chancen. Und hier gibt es gute Chancen, dass sich etwas zum Positiven entwickelt. Also du hast hier die Chance auf eine Weiterentwicklung, auf eine positive Weiterentwicklung für dich. In einem Bereich deines Lebens. Da schau jetzt bitte, welchen Bereich das betrifft. Also die Chance, dass sich etwas Positives für dich entwickelt, ist durchaus da. Auch wenn es im Moment hier vielleicht ein bisschen chaotisch ist oder dir vorkommt, ja, als würde alles so über dich hereinbrechen. Ich habe hier den Herrscher und Herrscherenergie. Das ist jetzt so deine Energie in einer allgemeinen Legung. Stellst du den Herrscher oder die Herrscherin dar? Hier, du hast hier jetzt gute Chancen oder du bekommst hier jetzt die Chance, dich weiterzuentwickeln, dich zu entfalten mit dem Ast der Stäben, dich frei zu entfalten und hier wie der Herrscher dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich habe hier noch die 10 der Stäbe. Und bei den 10 der Stäben, da geht es um Belastungen. Du siehst, er hat hier viel auf seinen Schultern geladen. Allerdings auch bei den 10 der Stäben, mehr wie 10 geht nicht. Also die Belastung wird weichen. Denn nach den 10 der Stäben kommt das Ass. Also es ist vielleicht noch notwendig, dass du hier Ballast abwirfst oder Altlasten, dass du das hinter dir lässt. Und das könnte hier vielleicht auch noch ein bisschen Chaos, ein bisschen Unruhe oder auch noch ein bisschen so Gewitterstimmung auslösen. Aber letztendlich dient es dazu, und das ist sehr schön, liebe Waage, dass es für dich
dass du dich entfalten kannst und dass du hier den Stab deines Lebens in die Hand nehmen kannst, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Auch wenn es hier mit einem Gewitter, mit etwas Chaos verbunden ist. Ja, wie gesagt, nach Regen kommt Sonnenschein oder nach jedem Gewitter scheint auch wieder die Sonne. Ja, und hier habe ich jetzt eine interessante Karte für dich, sei dienstfertig. Und diese Karte sagt auch, sei bereit. Also bereite dich vor, sei bereit für das, was kommt. Also mache dich bereit sozusagen. Es kommt hier eine positive Entwicklung auf dich zu. Also du hast hier gute Chancen und gute Möglichkeiten, dich zu entfalten. Mache dich bereit dafür, sei bereit, bereite dich vor. Und ich habe hier die 41, die 4 und die 1 macht die 5 und die 5 ist im Tarot der Hierophant. Und der Hierophant steht für mich für Schutz und Führung der geistigen Welt. Und ich nehme es hier so wahr, dass hier etwas vorbereitet wird für dich. Also sei dienstfertig, sei vorbereitet, bereite dich vor. Ich nehme es hier so wahr, dass etwas, was für dich bestimmt ist, weil ich, wie gesagt, den Hierophant als Schutz und Führung der geistigen Welt nehme, dass hier etwas zu dir kommt, wo du dich entfalten kannst und wo du dann hier auch in der Lage bist, dein Leben in die Hand zu nehmen, die Dinge anzugehen, in die Handlung zu kommen, also das hier auch zu tun, dass du hier ein selbstbestimmtes Leben führst, in dem du dich frei entfalten kannst. Und dazu ist es eben notwendig hier, dass du diesen Ballast, diese Altlasten hinter dir lässt. Ja, interessante Energie. Aus dem Lenormand habe ich hier 4 Karten für dich bekommen. Und jetzt schauen wir mal rein, was die sagen. Und da habe ich die Schlange. Und die Schlange steht für Komplikationen, für Schwierigkeiten, für Verstrickungen, auch für etwas Toxisches. Sie kann auch für eine weibliche Person stehen. Ich habe hier die Zeit und da nehme ich es hier so wahr, dass es hier Schwierigkeiten, Komplikationen oder auch zeitliche Verzögerungen gibt oder dass es sich für dich so anfühlt. Als kämst du hier nicht weiter, sozusagen die Zeit zieht sich, es zieht sich wie Kaugummi, ne, sozusagen, aber es dient dazu, dass du deinem Ziel näher kommst. Also, ne, ich nehme es hier stark so wahr, dass zeitliche Komplikationen und etwas, was bei dir vielleicht auch sehr viel Geduld abverlangt hat, da kommt jetzt etwas Neues. Also hier steht letztendlich der Neubeginn. Ja, also auch wenn es hier zeitliche Verzögerungen gab, Wünsche, Träume und Ziele für das Schiff, wenn du hier auch sehr viel Geduld vielleicht hier jetzt noch etwas aufbringen musst und vielleicht es auch eine Zeit gibt, wo du das Gefühl hast, dass es nicht weitergeht, letztendlich gibt es einen Neubeginn mit dem Kind. Das Kind steht für Neuigkeiten, für einen Neubeginn, für eine neue Entwicklung, aber auch für Schritt für Schritt. Also es geht vielleicht langsam, weil ich hier auch eine langsame Karte liegen habe mit dem Schiff, aber langsam, und hier haben wir ja auch, sei bereit, sei dienstfertig, langsam, eine langsame Entwicklung, aber trotzdem hier eine stetige Entwicklung. Auch wenn du hier vielleicht das Gefühl hast, dass es hier sich zeitlich hinzieht oder verzögert, ne? Vielleicht hier auch diese Altlasten, diesen Ballast abzuwerfen. Ne? Vielleicht braucht es hier auch noch ein bisschen Zeit, vielleicht braucht es hier noch ein bisschen Geduld. Aber letztendlich dient es dazu, dass dann die ersten Schritte gegangen werden, dass dann hier etwas Neues und ein Neubeginn kommt. Also sehr starke Energien habe ich hier für dich, liebe Waage. Ja. Wunderschön, die glückliche Fügung, also ja, die glückliche Fügung, der glückliche Zufall, etwas kommt dir da zu Hilfe. Und da habe ich die 18 drauf und 1 und 8 ist die 9 und die 9 ist im Tarot der Eremit. Und der Eremit ist Jungfrau-Energie und der Eremit steht für Erkenntnis, er steht auch dafür, dass etwas oder jemand aus dem Rückzug kommt oder sich in den Rückzug begibt. Der steht aber auch für einen
alten, weisen oder reife Person. Na, also ich nehme es ja stark wahr, hier könnte dir ja der glückliche Zufall, eine glückliche Fügung kommt dir hier zu Hilfe. Vielleicht ja auch durch eine Erkenntnis, auch das wäre eine Möglichkeit, ne, dass eine Erkenntnis dich dann weiterbringt. Na? Oder vielleicht auch eine Person, die du hier zufällig triffst. Ne? Wir haben hier immerhin die Karte der Vögel, die für Kontaktaufnahme steht. Und hier auch neue Chancen, gute Chancen, neue Möglichkeiten, die sich hier auftun könnten. Ne? Ordnung schaffen ist hier das Thema und hier kommt die glückliche Fügung. Was zeigt sich für die Liebe? Und da habe ich auch eine wunderschöne Karte für dich, liebe Waage. Das Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Also richte dich darauf ein, auch Wunder können geschehen, auch in der Liebe. Veränderungen stehen an. Ja, eine sehr spannende, eine sehr interessante Legung für dich, liebe Waage. Also auch, da darf etwas losgelassen werden hier auf der einen Seite noch. Hier fühlt es sich vielleicht ein bisschen chaotisch an, aber es dient dazu, dass du etwas Altes, Altlasten, etwas, was sehr beschwerlich ist für dich, was du auf deine Schultern geladen hast, dass es losgelassen wird, dass, da, ja, dass du so, sozusagen diesen Ballast abwerfen kannst, um dich hier frei zu entfalten. Ne, denn das ist wirklich eine wunderschöne Karte hier, die Ast der Stäbe, die Chance, etwas Neues, ja, von etwas Neuem zeigt sich, etwas, wo du dich frei oder auch neu entfalten kannst. Ja, also verzage nicht, sage ich hier so in der unteren Reihe, auch wenn es sich vielleicht streckenweise anfühlt, als kämst du nicht weiter. Doch vielleicht auch langsam, Schritt für Schritt, ein glücklicher Zufall eilt dir hier zu Hilfe. Ja, liebe Waage, und auch für dich möchte ich hier jetzt noch ein Krafttier für den Mai. Welches Krafttier, liebe Waage, möchte dich begleiten im Mai? Welches Krafttier begleitet das Sternzeichen Waage im Mai? Ja, und da habe ich den Elch, die Qualität. Eine Situation entwickelt sich zum Besten. Deine Arbeit und dein Bemühen lohnen sich. Sie werden von Erfolg gekrönt. Eine wunderschöne Karte, liebe Waage, zum Abschluss deiner Legung. Und ich wünsche dir natürlich einen wunderschönen Mai. Lass es dir gut gehen. Und ich freue mich, wenn du wieder hier bei mir dabei bist. Ich freue mich auch, wenn du mir ein Abo dalässt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tatjana. Tschüss.